Hallo und herzlich willkommen zurück zur 9 Uhr in der Dungeon Keeper 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben letzte Mal hier aufgehört, als Horny den grünen Keeper Gleich für uns nicht mehr aus dem angegriffen hat. Casino. Und jetzt sind Euer wir aktuell noch Schwarz hat dabei und gewonnen. belagern hier den Keeper mit unseren Kanonen und haben den Schlafsaal geklaut. Das haben wir nämlich sehr schlau gemacht, weil jetzt der Keeper seine Kreaturen nicht zurück ins Bettchen bringen kann und somit werden sie sterben und können nicht erneut aufstehen und uns Probleme machen. So, wir müssen jetzt nur ein bisschen vorsichtig hier sein. Ich würde sagen, wir nehmen mal einen Ritter und gucken mal, was wir mit einem Ritter hier machen können. Ich mache ja so gerne Symbiose und jetzt seid ihr ja wieder live dabei, wie ich mit einem Ritter hier ein bisschen Action mache. So. Auf geht's, Ritter. Rein da. Also ich muss sagen, die letzte Folge war wirklich cool, als wir hier mit dem Horny angegriffen haben. Das hat wirklich gut funktioniert. Also das haben wir wirklich toll gemacht. So, und den grünen Keeper nehmen wir hier gerade ganz schön auseinander. Scheint hier Jede recht Falle wurde in eurer flott Werkstatt zu gebaut. gehen. So. Machen wir wieder One-Man-Army mit einem Ritter. Haben wir ja schon mal gemacht mit dem dunklen Engel. Das ging sehr gut ab. So, hier liegen noch die ganzen Leichen vom letzten Mal. Hihi, das war so cool. So. Alle hinüber. Ritter wurde unglücklich, weil er sich in der Gesellschaft von verhassten Wesen Ja, befand. das ist genau das, was ich das letzte Mal erzählt habe, dass die halt unglücklich werden, wenn unsere gute Kreaturen in der Nähe von den Bösen sind. So. Ich lasse den Ritter jetzt mal hier, der kann jetzt hier mal Jede angreifen. Falle wurde in eurer Werkstatt gebaut. So, wer ist unglücklich Ihr geworden? habt eine gegnerische Folterkammer erobert. Ja, Es ist ich Zeit, weiß auch nicht, Mann. was ich machen kann, damit er glücklicher wird. Ich meine, er kann ein bisschen ins Casino gehen. Das ist ja auf Belohnen gestellt, dass unsere Kreaturen immer viel gewinnen. Dann haben die nämlich auch bessere Laune. Ich meine, das ist ja normal. Würdet ihr im Casino gewinnen, hättet ihr Ihr auch habt gute einen Laune. gegnerischen Trainingsraum erobert. So, wir erobern hier gerade Stück für Stück den Keeper. Hihi. So, sind alle Stufe 1. Ah, die sind hier gerade neu aus dem Portal gekommen. Sehr schön. Und die kämpfen jetzt schon gleich hier gegen das feindliche Dungeon-Herz. Das gefällt mir. So, ihr könnt jetzt auch mal hier kommen. Ich schmeiß mal ein bisschen Verstärkung hier ab, damit es hier ein bisschen schneller geht. Und dann sehen wir schon, haben wir schon einen Keeper zerstört. Folgen nur noch zwei. Und als nächstes wird hier der gelbe Ihr Lakaie habt von einen Nemesis gegnerischen kommen. Kerker Und erobert. dann Nemesis zum ganz Ihr zum habt Schluss. erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. So, jetzt haben wir gerade noch einen bekehrt. Nett. Nehmen wir gerne mit. Eine Wächterfalle wurde in So, eurer gekämpft wird Werkstatt nur hier. Ah, gebaut. das ist alles entspannt. Oh, hier sind nochmal Diamanten. Wir haben aber eigentlich schon genug Diamanten. Also Gold ist nicht unser Problem hier. Aber apropos Gold, wir könnten mal wieder ein bisschen Gold abbauen. Das könnten wir tun. Wo sind sie? Hier. Da. So, wir könnten auch mal wieder ein paar Imps beschwören, weil die sind jetzt ein paar gestorben, weil wir dann natürlich gekämpft haben. Unsere Ihr Imps habt kämpfen ja einen dann immer hier an gegnerischen der Front Keeper besiegt. und gehen dann halt auch mal bei drauf, Kann ne? Das das denn lässt sich ja auch wahr nicht sein? vermeiden. Mein Sohn, dein Bruder, tot? Ich schwöre es auf meinen Aber. Füßen und unser Verlust wird mit seinem Blut gerecht werden. Ach, Nemesis. Du hast keine Chance gegen uns. Du kannst eigentlich schon aufgeben. Ja? Wenn wir jetzt hier richtig anfangen, ist alles vorbei. So, hier noch ein Impin, damit er hier Eine weiter einnimmt. Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. So. So. Oh, hier war nicht auch noch eine Mana-Gruft? War hier Ihr nicht auch noch erbeutet eine eine Schatzkammer. Mana-Gruft? 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 Oh, hier oben können wir mal Ein erkunden. Geschöpf Machen wir mal einen bösen verhungert in Blick. eurem Kerker. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und Böser als Blick, aber Skelett hier ist wieder ein. Oh, hier auferstanden. ist was. Hier müssen wir reinbuddeln. Das nehmen wir Ihr habt natürlich mit. einen gegnerischen Raum erobert. Das machen wir jetzt erstmal hier Ihr lang, da erbeutet eine lang. Hühnerfarm. Deswegen ist es Ihr immer gut, wenn erbeutet man mal eine einen bösen Waffe. Blick hier den Nebel des Krieges aufdeckt und mal guckt, was sich dahinter verbirgt. Ab und zu findet man da noch ein paar schöne Sachen. So, das haben wir jetzt hier gleich alles erobert. Ja, tut uns leid, ne? Aber wir hätten natürlich keine Chance gegen uns gehabt. Was legst du dich denn auch mit mir an? Ja, mit die Mies nicht zu spaßen. Ihr erbeutet einen So, ich bin schon Trainingsraum. gespannt, was für ein versteckter Gegenstand uns hier erwartet. Hoffentlich was Nützliches, was wir gebrauchen können. Wir gucken auch mal hier neben rein. Hier könnte auch noch was sein.
Wie ist alles entspannt? Eine schwarze Elfe wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Okay, komm mal her. Komm hier. Da. Hier ist noch Schlafplatz. Stellt euch nicht so an. Macht hier dein Bettchen hin und gut ist. Ist hier auch was versteckt? Was haben wir hier? Heilt alle Geschöpfe. Das können wir gerne mitnehmen. Hier ist leider nichts. Nee, wie scheint hatte der Grüne wirklich keine Mana-Gruften. Aber wir erkunden jetzt hier noch ein bisschen. Vielleicht versteckt sich ja hier irgendwo noch eine Mana-Gruft. Hier scheint nichts zu sein. Oh, wir haben schon wieder maximale Kreaturen. Das ist nice. Nice, nice, nice. So, gucken wir mal, könnte hier noch irgendwo was versteckt sein. Hier haben wir aber alles aufgedeckt, glaube ich. Gucken wir mal hier. Ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand. Ob hier noch was ist. Ne, sieht nicht so aus. Hier in der Wand ist nichts. Oh, hier ist, glaube ich, was. Da ist noch was. Da ist noch was, das nehmen wir auch mit. Eine schwarze Elfe wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Machen wir wieder Bemutterungsmodus. Setzt seinen Schlafplatz hier hin und gut ist. So, gehen wir noch ein bisschen weiter erkunden mit unserem bösen Blick. Vielleicht finden wir noch mehr versteckte Gegenstände. So, und hier werden wir dann reingehen. Und wir machen das wieder so ähnlich. Wir bauen hier einfach wieder eine Kanonenfront hin. Nur leider können wir dieses Mal nicht hier vom Schlafraum aus angreifen. Was nämlich ein Riesenvorteil ist, wenn wir vom Schlafraum auskommen. Bla. Was ist denn hier hinter? Ist hier hinten dran vielleicht was? Wenn man hier durch den durchgeht, kommen wir dazu irgendwas Besonderen. Nee, hier warten nur noch mehr Helden. Was ist hier oben? Ich mag die Helden nicht. Die haben mir in der letzten Folge so wehgetan. Die waren ganz schön stark, das war gar nicht nett. Okay, hier ist aber nichts. Was ist hier? Ihr habt ja auch mal in die Kommentare geschrieben, Tim, erkunde mal ein bisschen mehr. Oh, hier ist ein Tempel, den hätte ich natürlich gerne. Okay, wir gehen da durch. Das machen wir. Den Tempel holen wir uns. Ich würde sagen, wir trainieren erstmal wieder eine Runde in der Arena. Nein, die Vampir will ich eigentlich nicht mit reinwerfen. Teufler kommt auch mit. Er und Jungfrau kommen auch mit. Unsere schwarzen Elfen kommen auch mit. Alle rein, ab geht's. Hoffentlich ist unsere Arena auch groß genug. Jawohl. Zum Casino. Ist groß genug. Oh, was für ein Fight hier. Massenkarambolage. Ah, der war ja mit Stufe 1 drin, der hat natürlich keine Chance. Ah, so. Sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand. Wir beschwören jetzt hier noch ein paar Imps, weil wir haben aktuell nur 20 und es können ein bisschen mehr sein und wir haben ja noch ein bisschen Mana. Warum nicht? Natürlich, umso mehr Imps wir haben, umso teurer wird auch unser Zauber. Ein Troll ärgert sich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. So, kümmern wir uns mal um den. So, nicht abhauen. Ja, das ist ein bisschen blöd. Wie sieht's, ist mein Schlafraum hier denn schon auch schon voll, der neue? Nö, der ist hier eigentlich auch noch leer. So, entspannt euch doch mal. Ist doch noch alles leer hier. So, wir hören kurz gerade mal hier auf, das abzubauen. So, jetzt müssen wir hier mal unsere Kreaturen retten. Wir haben jetzt ein bisschen nicht aufgepasst. Und schon liegen hier ganz viele Leichen rum. Das heißt Leichen, die sind nur bewusstlos, aber ja. Wir wollen sie nicht verlieren. Ja, und wenn der Doktor zu spät kommt, haben wir sie leider verloren. Aber wir haben ja ein paar Imps am Rumrennen. 31.500 schon. Haufen Holz hier. Ich meine, wir haben auch 24 Imps. Unbeschäftigt, kommt mal her. Hier ist Arbeit für euch. So. So. Der Arena-Kampf ist gleich zu Ende und dann kümmern wir uns hier um die Helden. Und probieren da den schwarzen Tempel zu bekommen. Vielleicht kriegen wir damit dann auch schwarze Engel, weil irgendwie können wir keine schwarze Engel anlocken, was ich etwas schade finde. Aber unsere Kreaturen können ja für Mana beten. Das ist auch in Ordnung. Fix etwas. So, du wirst geheilt als Sieger wie immer. Der Sieger hat das Privileg, geheilt zu werden. Was sagst du denn? Geh schlafen, du bist unglücklich. Dafür darfst du jetzt erstmal für uns kämpfen gehen. Dafür, dass du unglücklich bist. So, er darf jetzt nämlich hier die Kanonen zerstören. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. So, Symbiose. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Schatzkammer. Na, was denkt ihr, zwei Schläge? Eure Geschöpfe jawohl. Kommen nicht zur Arena. Wie stark der Ritter ist schon, ey. Frau wurde unglücklich, weil sie kein Geld bekommen. So, mal gucken. Meint ihr, wir kriegen die alle kaputt? Es kann doch was werden.
Kommt drauf an, welche Stufe die haben. Ja, die ist nicht viel weiter unter uns. Deswegen machen wir hier mal den guten alten Kiten-Trick. Indem wir die so ein bisschen hinterherziehen, dann können uns nicht alle auf einmal angreifen. So. Na, wird doch jetzt gleich der erste umfallen. Okay, die machen doch ganz schön Schaden. Aber den ersten haben wir umgeschlagen. So. Da geht ja gleich der zweite down. Bam, bam, weg ist er, der Schwertträger. Und was willst du denn hier? Na, koste den Stahl meines Schwertes. Hihi, jawoll. So, den auch noch. Bam, bam, bam. Da haben wir sie alleine mit einem Ritter zerstört. Was für eine Blamage für den Helden. So, holen wir ihn raus. Er will Gold, dann geh in die Schatzkammer, da kriegst du Gold. So, hier, kriegst du einen ganzen Stapel geschenkt. Jetzt bist du bestimmt glücklich, oder? Ja. Ich war also noch nicht glücklich, aber das wird sich jetzt hier wieder einstellen. So, Imps, ihr könnt hier einnehmen gehen. Er wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Ich hab hier doch gerade. Du bist es doch bestimmt wieder. So, jetzt kriegst du noch mal ein bisschen Bonusbehandlung. Wo bist du? Da. So. Jetzt ist er glücklich. Sehr schön. So, gefällt mir das. Oh, wir haben zweimal alle heilen. Einmal erfreuen und einmal sichern, unser Dungeon sichern. Brauchen wir nicht unbedingt. Ich finde, das Power-Up hier ist ein bisschen überflüssig. Die Level-Up-Dinger, die könnten wir gebrauchen. Die wären super stark. So. Imps. Ballt euch mal. Macht hier mal die Wand kaputt. Wir können ja hier mit dem Erdbebenspruch mal ein bisschen nachhelfen, damit es schneller geht. Wir haben ja keine Zeit, ne? So. Alle Wände gehen kaputt, nur die eine nicht, oder wie? Dann bauen wir halt so ab. So. Baut man die Wand da für mich ab. Wenn ich mache jetzt hier Symbiose, dann mache ich halt Symbiose. Wahrscheinlich komme ich jetzt hin, jetzt die Wand schon weg. Das war ja so typisch. Das ist so typisch. Oh, hier erwartet uns so einiges. Das sind aber nur ein paar Feen. Die werden wir schon alle noch kaputt machen. Jetzt ist gerade wieder Zahltag, das heißt, unsere Kreaturen sacken wieder unser Gold ein. Das ist natürlich nicht nett. Welche Stufe haben die denn? Aber die sind alle recht niedrig vom Level. Nehmen wir mal zwei Ritter. Machen Gruppensymbiose. Und gucken mal, was hier so Schönes geht. So, Ritter. 7. Na, der ist direkt umgefallen hier. So, Stufe 1, das ist bestimmt One-Hit. Ritterfront. Na. So, noch einer weniger. Noch eine weniger. Noch. Wie geht's dir? Sehe ich leider nicht. Jetzt würde ich ihn gerade mal heilen. Aber das machen wir auch alleine hier. Bam. So, jetzt bist du dran. So, und die letzte. Last but not least. So. Und jetzt gehen wir mal da hinten die Tür kaputt machen in Richtung Tempel, der da versteckt war. Ein Troll wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Jetzt merkt man wieder, wie langsam die Ritter im Wasser sind und wie wichtig es ist, Brücken zu bauen in Dungeon Keeper, damit man nicht so viel Zeit verliert und im Notfall schnell abhauen kann. Schauen wir mal rein. Hier wartet keine feindliche Kreatur auf uns. Sehr schön. Das heißt, Brücke bauen. So, wir schmeißen die mal Richtung Schatzkammer, damit er nicht so weit laufen muss. Und wenn unsere Imps das jetzt hier eingenommen haben. Oh, der Troll, du warst unglücklich. So, weil du nichts zu essen hattest. Ist denn hier nichts? Hier ist doch. So, da. Hast du ein bisschen was bekommen? Stell dich nicht so an. So, wir wollten die Brücke bauen. Wir wurden wieder abgelenkt von dem Troll. Aber das ist typisch Dungeon Keeper. Hier wird man als abgelenkt wird, als der Ansager hier irgendwie zwischen reinfunkt und sagt, der ist unglücklich hier, das ist passiert. Oder man kämpft, so wie jetzt. Aber ich baue jetzt erst die Brücke hier fertig, sonst vergesse ich's. So, Brücke ist gebaut, jetzt kann der Imp hier kommen, das einnehmen. Und der Kampf hat sich anscheinend schon von alleine geregelt. Oder auch nicht? Was ist denn hier los? Wer kämpft denn hier mit wem? Ist zu klein. Versteht es gerade nicht. Hier ist doch niemand. Oder kämpfen die einfach aus Spaß? Aber was fließt du denn, Ritter? Heilen wir den mal.
So. Ein Ritter wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Da. Bonusbehandlung. Ja, genau das, was ich meine, wir sollen unterbrechen werden. So, und dann haben wir den Tempel hier erobert. Vielleicht kriegen wir dafür... Tempel. Schwarze Engel, das wäre sehr schön. Oh, wir hätten auch von hier hinten reinbuddeln können. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. War das schon vorher da? Wahrscheinlich tut ihr euch jetzt köstlich amüsieren, dass ich mich hier teuer drumherum gekämpft habe und mich abgemüht habe. Dabei hätte ich einfach hier reingekonnt. Wir bauen mal die Brücke als Abkürzung hin. Bupp. So. Ja, die Folge haben wir jetzt hier den grünen Keeper kaputt gemacht. Den Tempel erobert. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge ist der gelbe Keeper an. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder Spaß gemacht. Wir haben schon wieder unsere Viertelstunde voll. Ich hoffe, ihr seid auch wieder Ich hoffe, ihr seid auch wieder beim nächsten Mal dabei, wenn es heißt Dungeon Keeper 2 mit dem Tim. Macht's gut. Ciao.